Ja, hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Und wieder mal dabei ist der Smoker. Servus. So, weiter jetzt. Wir müssen jetzt Nicht mal. genug Essenz. Ja, nicht genug Essenz, also ich weiß. Zur Kathedrale. Das sind die ersten. Ich hab mal meinen Turm geklaut, okay. Ja, aber. Ich muss mal Mega. kurz meinen Ton ein bisschen ein. Also drehen. Ja, bei mir ist, denke ich mal, in Ulden ist ein bisschen zu laut. Wo bist du jetzt hin? Bist du jetzt hier drüber rüber? Nein. Gehe ich in die Ebene. Ja. Rennst du schon runter? Ich dachte, du bist schon unten. Ich habe doch gesagt, nein. Der Stern hat sich hier in den Boden gebohrt. Das sieht schon geil aus, das Effekt. Ja. Guck dir meine Skelette an. Wie hast du die bekommen? Durch den neuen Skill? Sofort Level 9 geworden? Alter, meine Skelettarmee. Mega. Ist hier drin was? Nee. Bei mir hatte die Leiche einen Bogen gehabt. Hier liegt ja auch nicht. Also bei mir liegt warte ja auch mal, nicht. ich habe hier eine Hat man neue da unten nicht Waffe, Geld? glaube ich, Das ist Quatsch. gekriegt. Nee, Quatsch. Was ist hier unten? Naja, gut. Das ist Schrot. Woher steckst du schon wieder? Hier. Ach, da. Ist auch nichts bei mir. Warum Türchen auf? Klopf, klopf. Alter, mega der Totenbeschwörer, der ist ja mega geil. Oh, hier liegt doch was. Wohin? Ja, immer umgucken. Weil man weiß ja nie, wo man hier noch Loot Ich hänge. findet, ne? Oh, hier. Oh, Das guck mal, ging. Metzel! Oh! Das geht nicht ohne Leiche. Schwäche überkommt euch! Mega! Ratma hat mich gesehen. Da liegt was. Oh. Der ist mega der Totenbeschwörer. Diese Pilze. Bin schon wieder am Level gestiegen. So, was habe ich denn hier? Eieiei, was haben wir denn hier Schönes? Neu, ja. Da kann man ja nichts weiter. Was haben wir hier? Dann frage ich nämlich das mit. Dann. Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell für die Zuschauer. Mal gucken hier. Es besteht eine Chance, Gegner mit weniger Leben zu enthaupten und sofort zu töten. Das hört sich mal gut an. Achso, geht ja nicht. Mann, ist ja eigentlich auch nichts neu. Yes. Okay, na. Wo bist du hin? Ach, da hinten. Unten. Hast du schon wieder weitergemacht? Nein. Nein. Noch? Nee, ich habe auf dich gewartet. Ja. Weil wenn wir mal alles zusammen hier neu entdecken ja, mit ja. unseren Charakteren. Ja. Was hältst du von meinen Kumpels? Die klappern zwar ein bisschen, aber jetzt war eigentlich ganz cool. Was oder? Hältst du von meinen Kumpels? Wir haben geile Party Peoples am Start, oder? Ja. Jo. Mein Meister wäre stolz. Uli, Stufe C. Jetzt erst? Ja.
Okay, ich war schon 10. Oh toll, was nehme ich denn hier? Kraft bringt der Tod oder leichten Chaos? Hm. Wo hast du denn das? Na, unten hast du solche Schlösser. Cool. Ich habe zwei zur Auswahl. Kraft bringt der Tod. Schlimm, aber wir können Leichen verschwinden. Ist bis zu 10-mal Stab im Alter. Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, Kraft bringen der Tod ist am besten, denke ich mal. Habe ich schon ausgewählt, ja. Hättest du mich jetzt nicht darauf aufmerksam gemacht, wäre das an mir vorbeigegangen. Hm. Daran konnte ich mich nur dran erinnern. Was habe ich denn hier noch? Ich mich nicht mehr. Ei. Ah, da muss ich erstmal in Ruhe mal nachgucken, ja. Oh, das ist schon so lange her. Ja. Aber wieder geil, oder? Oh, da muss man aber trotzdem erstmal gucken. Ja, ist klar. Hier müssten wir glaube lang. Wo lang? Hier unten? Hier, Treppe runter. Ja, ja, ich bin doch schon unterwegs. Warte mal, was haben wir hier schon jetzt noch? Leichen. Ja, das sehe ich auch. Die haben aber nichts bei gehabt, schade. Ja, wir können nicht hier noch was? Annehmen? Ja. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Der Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. Jawoll! Okay. Jetzt geht's ab. Bevor wir den anquatschen, mal erstmal hier hinten gucken und ich habe gerade noch was gelootet. Das ist ja auch nicht. Magisches Zweihandschwert. Geil. Das ist ja auch nicht. Durch meine jetzige Waffe kriege ich plus 2 bis 3. Getötete Gegner gewähren plus 3 Erfahrung. Aha. Was ist das? Bei deiner Waffe? Wenn du mit der Maus drüber gehst. 383,3% Schaden. Also mehr Schaden, wenn ich den nehme. Ja, warum nicht? Ach so. Das ist ein Zweihandaxt. Okay. Stimmt ja. Das kann ich doch kaufen. Das könnte Britta ähnliches. Ich will so für Zauberer und für. Ich bleib erstmal bei meinem jetzigen Schwert. Das hat zwar ein bisschen mehr, aber ohne viel und passt schon. Also ich hab jetzt du hast ein Schwert? Na gut, ich hatte noch die Sense. Aber jetzt habe ich hier. Oh, was hatte ich jetzt? Eine Axt. Zweihand. Axt. Cool. So wollen wir. Ja, so okay. Ist. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Weil wir cool sind. Ich glaube, wir können uns von gegenseitigem Nutzen sein. Eure Nichte sagte mir, dass ihr hier seid. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Geh mal rein. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Okay. Neu Tristram. Ich habe Leas Onkel Deckard Kane ausfindig machen können.
Er wurde von einer untoten Kreatur verfolgt, dem Skelettkönig. Er versperrt den Weg zum gefallenen Stern. Ich finde ja die Stimme mega vom Totenbeschwörer. Hier oben. Ja? Lea muss mal anquatschen. Ja, wollte ich doch. Onkel, du lebst. Dank dir und deiner Freundin hier. Freundin? Das höre ich nicht oft. Aber erzählt mir mehr über den gefallenen Stern. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es sicherlich als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Also, jetzt müssen wir mit dem quatschen. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ich werde einen Weg finden, ihm sein Gleichgewicht wiederzugeben. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ja, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Schwierig. Gab es denn hier irgendwo einen Händler? Ja. Rüstung, oder? Ausbildung, Reparatur, Gegenstandsverwertung. Sense. Waffenschmied. Alter, geht erst mit 70. Ja, das jetzt wollte ich sowieso noch nicht irgendwie machen. Ach, reparieren alle Gegenstände, reparieren oder? Ich habe ja die Kinete. Noch. Ich wusste ja nicht mehr, dass ich so viel hatte. Zu 709 Millionen. 10 Millionen? Ja, 10 Millionen. So, Waffenschmied. Willst du eine Waffe jetzt schmieden? Ne? Na, guck ich grad. Bei Sense. Sense ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die ist Stufe 5 und du kriegst noch 4 zufällig magische Eigenschaften. Ich probiere das mal. Kostet mich 1000 Gold, aber ich habe ja genug. Was sind alle noch gesperrt hier? Stufe 70, 60, 26, eine. Okay. Also. Hä? Die Sense, die ich jetzt habe, die ist selten. Seltene Sense. Ja. Ja? Schaden 8 bis 13. Die macht zwar 0,7 Schaden weniger, aber die Boni sind nicht schlecht. Plus 2 bis 3 Schaden, ne? Chance bei Treffern 12% Flächenschaden zu verursachen und plus 3 Leben pro Treffer. Und sekundär noch plus einmal maximale Essenz. Das klingt geil. Ich baue so auch mal. Mal sehen, was meine hat. Also, meine... Ist ja immer zufällig, was du da rauskriegst, aber... Ja, ja. Genial. Ja. Also meine, die ich jetzt gerade gebaut habe, hat plus 1 bis 2 Schaden, plus 3 Leben pro Treffer, reduziert alle Ressourcenkosten um 6% und bei Sekundär plus 3 maximale Essenz. Nur Totenbeschwörung, bin ich da nicht. Hat aber, macht aber ein bisschen weniger Schaden, wie meine. Hat aber mehr Erholung. Meine macht auch 0,7 Schaden weniger, aber
Das Ding ist geil. Aber Sense, da kann ich ja, habe ich ja hier auf etwa frei, kann ich ja noch ein Schild. Wie sieht es überhaupt aus mit dem Schild? Rüstung. War doch eine Rüstung, ne? Ja, und ne, Quatsch, ja doch, Schild. Das habe ich ja fast ganz vergessen, dass man hier ja auch sich Zeug herstellen konnte. Boah, Du auch, oder? Ja, na doch, das wusste ich auch noch. Das kann ich ja alles noch nicht machen. Oh, ich kann nur ein einziges Schild hier machen, oder was? Aber das ist schon mal besser als wie das, was ich habe. Gibt's hier irgendwas, was nur Totenbeschwörer ist? Weißt du noch, woran man das sah? Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier hole. Dass ich das hier baue. Und austausche. Weil das ist erstmal alles besser. Kugeln und Tränke gewähren plus 2 Leben. Und ich habe plus 12. Ich habe mir eine Rüstung geschmiedet. Plus 1 Intelligenz primär und sekundär getötete Gegner gewähren plus 2 Erfahrung. Hey. Warte mal, was habe ich noch nicht? Körper. Beinschutz, Brustschutz. Brustschutz. 5, 8, 8. Wie hieß denn das hier? Schultern direkt. Ich hab nicht. Schulterschutz hier. Besser als nix. Oh, da kann ich noch nix. Ah, Schultern. Bei den Schultern. Schade. Also ich kann bei den Schultern nix machen. Nicht? Nee. Schulterschutz. Kannst du? Erst ab 19. Du auch gut. So weit sind wir noch nicht. Noch nicht. Nee. Zauberhut. Okay. Ja, was brauche ich noch? Ja, gut. Ich könnte ja mal bei der Truhe gucken, wegen Finger oder Diamanten oder so. Da wird er verkehrt gedrückt. Kann ich da überhaupt was nehmen? Das kann ich da ausrüsten. Wir haben jetzt so einen Gürtel hergestellt. Das? Nee. Ach so, ein Sockel. Ne, Brustschutz habe ich, Beinschutz, was kann ich denn da? Also es tut uns leid, dass wir jetzt hier die ganze Zeit hier nur an Sortieren sind. Oder, aber je besser wir ausgerüstet sind, umso besser kommen wir durch. Und Ausrüstung ist ja hier in den Spielen sowieso mal das A und O. Ich habe so viele Ausrüstungsgegenstände hier. Ich kann die meisten nicht nehmen. Oder was heißt fast hier nicht neben mir? Ist alles gesperrt. Ist alles gesperrt, ich kann hier auch nicht neben mir. Ach man. Wie war denn das nochmal mit Verkaufen? Gab es einen Umhang? Könnte man nicht ja verkaufen, ausbilden? Nee, reparieren. Ja, verkaufen wäre doof. Also das Zeug, was wir jetzt hier haben, könnten wir eigentlich verwerten wieder. Ja, stimmt. Wie war denn das? Rüberschieben? Nö. Oder so. Okay. Ah, so war das. Weg damit. Dieser Gegenstand kann nicht verwertet werden. Bist du? Ach so, wie war denn das hier mit Gegenstand kann erst angelegt werden, nachdem er identifiziert wurde? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Identifizieren. Das musstest du, glaube ich, bei dem Spiegel oder Mystikerin. Mystikerin war das, glaube ich. Wo waren die? Oben, da müssen wir sowieso hin. Mystikerin, ja. Na da. Ah. Kommst du? Wann? Oder? Okay, gehen wir jetzt mal hin. Wir gehen mal hin zu den Mystischen. Ja, stimmt, da war doch irgendwas. Das war bei der hier. Das ist schon. Herstellen? Nee. Herstellen? Ja, dann können wir mal auf Herstellen. Verzaubern. Ausbilden. Transmog war's? Nee. Färbemittel auch nicht. Ausbildung auch nicht.
Ich glaube, es war Verzaubern. Verzaubern? Echt? Nö. Geht Nein. nicht. Ne? Nein. Okay, der Spiegel hier, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nee, oh, hier sind die Flügel verfügbar, die wir durch Heroes geholt haben. Sehe ich gerade. Ja, wir hatten doch bei Heroes of the Storm da auch noch Flügel geholt. Sehe ich gerade, dass wir die hier auch noch. Kannst du dich an dem Schrank da. Nur welche sehen besser aus? Qualte mal. Oh, hier glaube ich. Sieht ein bisschen besser aus. So. Warte mal. Ich glaube, das konntest du selber machen jetzt. Drück mal rechts. Guck mal, ob du Rechtsklick machen kannst bei dem Gegenstand. Und? Oh, es funktioniert, ja. Ja, stimmt, da war doch was. Ja, kannst du auch woanders da machen. Wow. Okay. Da kann ich sogar. Ich habe einen leeren Sockel sogar. Da muss ich mal gucken, welcher Edelstein da am besten ist. So. Also, aber ich denke mal, das war's mal so für heute. Wo bist du jetzt hin? Ich bin nochmal unten. Achso, hier. Gucken. Was gibt es denn hier bei Handwerkern? Genau dasselbe. Ich habe hier einen Edelstein. Welchen Edelstein haue ich denn da rein? Ach, ich werde es dann erstmal überlegen. So, aber hier wollte ich mal sagen, wir sind erstmal am Folgenende. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, macht ein Like oder schreibt uns einen Kommentar oder abonniert uns. Wie immer. Ne? Bis dann. Ciao. Tschüss.